Gott, ich will schon wieder einen Haul machen. Ich weiß, sagt am besten nichts. Sagt am besten nichts. Ich habe mich ein bisschen geschminkt und so einen dunklen Lippenstift heute auftragen und habe mir gedacht, heute ist das Licht gut, machen wir mal ein Video. Toller Grund, ein Video zu drehen, oder? Ich weiß, es ist schon wieder ein Haul-Video, aber was soll ich machen? Ich muss so ein bisschen wieder reinkommen, habe ich das Gefühl. Bei mir wird das eine Weile brauchen, bis ich da wieder so richtig reinkomme. Ich spiele die ganze Zeit mit dem. Ja, fangen wir mal an mit den Sachen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe es mal nicht. Aber fangen wir mal an. Ich habe mir so einen Schlüsselanhänger gekauft von Disney, weil den fand ich so cool. Da ist auch so ein Blütenblatt drinnen, sehe ich gerade. Das ist voll cool. Das ist von Schön und das Biest, so ein Schlüsselanhänger. Ihr wisst ja, ich bin ein Schön und das Biest Freak. Und deswegen musste das mit. Dann habe ich mir noch was von Disney gekauft, war ja egal. Die habe ich nämlich gesehen und wollte unbedingt haben. Eine Trinkflasche mit Mickey. War ja klar, oder? Wer hätte das gedacht, würde ich sagen. Niemand. So. Ich habe mir auch Seifennachschub geholt, weil, ja, ihr wisst ja, das ist ja... Ich habe mir jetzt die trotzdem nochmal gekauft, obwohl ich die im aufgebrachten Video ja nicht so toll fand, aber ich habe sie mir nochmal gekauft, so wie die mediterranen Feeling. Ja, Seife kann man ja immer kaufen. Dann, da war ich mit der Tanja unterwegs, habe ich mir so ein Set mit Badezusätzen gekauft. Da, wo drei Stück drin sind, eins heißt Karibikzauber. Das passt jetzt irgendwie nicht so zum Winter, aber okay. Das andere heißt Schaumparty und das, was oben drauf liegt, Gingerbread Man. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen über drüber wieder. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Da werdet ihr sicher noch ein paar mehr Masken davon sehen. Ich war ja beim Action mit der Tanja und habe mir da ein paar Masken gekauft. Ich habe die auch verschenkt, auch zu Weihnachten. Ich habe mir die Melone gekauft, ein paar Mal. Da ist noch eine. Und die Kokos habe ich mir auch mitgenommen. Die habe ich überall auf Instagram gesehen und habe sie aber nirgendwo gefunden. Und jetzt habe ich sie mir mitgenommen. Und es wird Zeit, dass ich mal wieder Tuchmasken mache. Weil da habe ich mir ein paar mitgenommen. Und die habe ich auch uroft auf Instagram gesehen. Habe ich mir auch mitgenommen. Die drei hier. Auch von Action. Ich hoffe, man sieht die. Ich finde die sehr interessant. Das ist einmal mit so Kaviar, glaube ich. Die hier. Dann, ich glaube, das ist Sherbet. Butter oder so. Nein, mit weißem Trüffel. War die jetzt? Ja, die eine war Kaviar, habe ich recht. Ich glaube, das ist weißer Trüffel. Und Eiweiß, so. Wenn ich das übersetzen kann. Bin echt gespannt, wie die sind. Dann habe ich ein bisschen bei die Ampullen zugeschlagen. Ups, ich habe mir 20 Stück von diesen Glow-Ampullen bestellt. Nein, nicht bestellt, gekauft. Ich kann schon nicht mehr reden. Oh Gott, so schauen die aus. Und jetzt habe ich eindeutig mehr als genug Ampullen. Ich habe sogar welche von meinen lieben, lieben Kolleginnen zum Weihnachten bekommen. Ich habe da ganz, ganz viele. 20 Stück habe ich mir insgesamt gekauft. Ja, ich muss endlich mal wieder ein paar Sachen verwenden, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich noch Ampullen mir gekauft. Das war aber beim Black Friday. Die habe ich nämlich schon uroft gesehen. Die habe ich nämlich, sorry, uroft gesehen. Und dessen wollte ich die auch unbedingt probieren. Das sind diese B-Routine-Ampullen. Sei keine kaputt? Nein. Ich habe die nämlich schon sehr, sehr oft gesehen und wollte die einfach mal selber probieren. Aber wie gesagt, jetzt habe ich eindeutig genug Ampullen, würde ich jetzt mal behaupten. Die Pink habe ich mir auch mitgenommen. Ja. Weil das noch nicht reicht, habe ich mir auch Kerzen gekauft. Weil ich ja eh so wenig habe. Ich bin in letzter Zeit so auf dem Kerzentrip. Ich weiß gar nicht wieso. Weil ich habe eine Zeit lang überhaupt keine Kerzen mehr angemacht. Und jetzt ist eh wieder weniger geworden. Aber vor ein paar Wochen habe ich wirklich jeden Tag Kerzen angemacht. Und heute, glaube ich, werde ich das auch machen. Ja. Die riecht so geil. Das ist von... Wie heißt denn die Marke schnell? Paioma, genau. Die habe ich von Nanunana gekauft, oder? War das Nanunana? Ich glaube, da war ich nämlich mit der Tanja auch unterwegs und ich fand die Geruchsrichtung Marzipan-Torte so geil. Wer mich kennt, weiß, dass ich Marzipan liebe. Und die riecht so geil. Ich freue mich schon, wenn ich die anzünden kann. Das ist aber nicht alles. Ich habe mir nämlich auch dazu passend diese Raumdüfte da gekauft. Auch Marzipan-Torte heißen die. Na bitte, das sind die anderen Tuchmasken noch. Ich habe da alle genommen, die ich gefunden habe. Weil die Melone fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, was ich mich erinnern kann. Und die Kokos, die wollte ich unbedingt ja probieren, aber die habe ich euch ja eh gerade gezeigt. Jetzt wird es ein bisschen parfümlastig.
Ich war nämlich böse und habe mir als allererste Mal, zeige ich euch noch, nicht nur Parfüm, sondern auch ein Pinselset gekauft. Das habe ich vor kurzem bei der Lynn auch gesehen, weil wir Weihnachten ja bei denen verbracht haben, bei Susi und Dom und den Kindern. Und da hat Lynn auch dasselbe Pinselset. Ich finde das so schön, ich wollte das unbedingt haben. Ihr wisst ja, ich bin ein Pinsel-Junkie. Von Pinseln kann ich nie genug haben, leider. Auch von Düften nicht. Ich habe mir nämlich böserweise 3 Parfüms gekauft. Ups. Als Weihnachtsgeschenk einfach an mich selbst. Kann ich mir ja sonst nichts gönnen, oder? Ich habe mir von Jean Paul Gaultier einen Duft gekauft. Ich liebe den. Ich liebe den. Ich habe nämlich den Tester bekommen. Den habe ich jetzt auch schon leer. Und habe mir dann das Set gekauft. Ich verstecke mich eh schon. Aber das schaut so schön aus, das Set. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Box überhaupt machen soll. Ob ich die wegwerfe. Wahrscheinlich sollte ich sie wegwerfen. Außer man kriegt das raus, weil dann kann man irgendwas drin sammeln. Das war ja klar, kleiner Messi. Ja, ich finde den so, so gut. Und ich fand das so geil, dass da die Bodylotion, deine Miniatur dabei ist. Und mir hat der so gut gefallen. Meine Schwester hat denselben zu Weihnachten bekommen. Begeistert bin ich nicht, weil ich mag das nicht, wenn jemand anders auch einen Duft hat, den ich mag. Aber ich glaube, das ist eh klar. Aber den finde ich mega. Ich habe den auch gern verkauft. Sollte ich mir auch abgewöhnen, weil dann haben ihn auch alle. Und das ist auch nicht gerade das, was ich unbedingt will. Aber ich fand die Box auch so geil. Ich habe mir den eben nur wegen dem Set gekauft, weil ich den Duft so gern mag. Den Duft mag ich nämlich wirklich gerne. Das ist mein absoluter neuer Liebling. Ich hätte nie gedacht, dass mir so einer passt, aber ich finde, der passt mir. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Dann habe ich noch ein Duschgel mir gekauft. Ich habe euch ja in irgendeinem Video, in dem letzten Haul, glaube ich, habe ich euch das erzählt, dass ich mir das Duschgel nochmal kaufen werde. Ich habe es mir auch gekauft. Aber jetzt, glaube ich, reicht es mal wieder mit ein paar Beauty-Sachen. Also nächstes Jahr sollte ich mir echt mal in den Arsch beißen, dass ich mir nicht so viel Scheiß kaufe. Aber, oh Gott, habe ich Haarausfall. Oh, alter Verwalter. Schön. Ich war nämlich nochmal böse und im Online-Shop gab es eine Aktion mit dem Duft. Da hat er jetzt nur noch 39, glaube ich, kostet statt 60 oder so. Aber war auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark reduziert. Und dann natürlich schlagt man zu. Ihr kennt den Duft sicher. Ich habe da aktuell sogar noch Duschgel und Bodylotion. Ich weiß, ich habe ihn mir zweimal gekauft. Ich habe ihn mir auch zweimal genommen, weil eine Kollegin ihn auch haben wollte. Sie hat aber dann bei den anderen bestellt und jetzt habe ich 2. Stört mich nicht. Ich liebe ja den Duft und ich habe ihn schon ewig nicht mehr gehabt. Ewig nicht mehr gehabt. Ich habe jetzt nur das Dupe im Spind von Eden, von Larif. Man riecht es leider noch nicht, weil ich ihn noch nicht verwendet habe. Aber das war einer meiner absoluten Lieblingsparfums. Ich habe den schon ewig nicht mehr gehabt und ich habe die Bodylotion und das Duschgel habe ich auch noch zu Hause. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich den benutzen kann. Was natürlich noch nicht reicht. Ich habe mir noch eine Maske bestellt, weil ich die unbedingt probieren wollte und die war im Online-Shop auch günstiger. Deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Und es gab gratis, ich kleiner Junkie, noch diese Augengel-Maske dazu. Die habe ich eh schon mal aufgebraucht und die habt ihr in irgendeinem Video eh auch schon mal gesehen. Dazu habe ich noch 2 Proben bekommen, was ich so geil fand. Ich habe den Mini-Idol bekommen. Das ist so geil. Und eine Duftprobe von Kosch oder so. Ich habe den noch nie gehabt, aber da bin ich echt gespannt. Und auch bei dem Mini-Mini-Idol. Ich habe den ja eigentlich schon, aber ich finde den so süß. Guckt euch den an. Der ist so Zucker. Und der da schon alleine raus. Na Spaß. Ja. Ich habe mir dann noch was bestellt. Und ich glaube aber, die Duftprobe war bei dem großen Dufteinkauf dabei. Das ist von Versace, das Bright Crystal. Ich finde das so blöd, dass sie die Proben nochmal in Zellophane einpacken. Für was soll das gut sein? Aber okay. Ich habe mir auch gegönnt meine Biotherm Essence. Ich verstecke mich eh schon. Aber ich wollte die unbedingt nochmal haben und ich habe den Black Friday ausgenutzt. Da gab es dann nämlich noch ein Gratis-Produkt dazu. Das zeige ich euch gleich. Ich weiß, ich habe auch Probleme. Ah, das ist so peinlich. Aber ich wollte die unbedingt nochmal haben. So verschlucke ich mich gleich. Ich wollte die unbedingt nochmal haben und deswegen, ja, mir gedacht, kaufst du dir, gönnst du dir mal was. Ich muss mich nächstes Jahr echt zusammenreißen. Ich habe dann noch so eine Mini-Größe dazu bekommen von einer Creme von Biotherm. Das ist die Nachtpflege. Die sieht so aus von der Blue Therapy Serie. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es behalte oder verschenke. Weiß ich noch nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Ja, das ging jetzt eigentlich relativ schnell, habe ich das Gefühl.
Hi. Ich will noch das Stückel an das andere Haul-Video dranhängen, damit ich nicht noch ein Haul-Video hochladen muss. Ich hoffe, ihr versteht das. Und deswegen hat das andere Video auch ein bisschen gedauert. Also, ich fange auch gleich mal an, damit das auch nicht so lang noch wird. Ich habe mir von Biotherm einen Duschschaum gekauft, weil der reduziert war. Das kann man gar nicht erkennen, so hell wie es hier ist. Den habe ich mir noch gekauft. Passend dazu die Bodylotion, die ich jetzt da drin aber nicht finde. Oh, jetzt doch, oder? Nein. Ah nein, ich habe mir das Peeling dazu gekauft. Genau, die Bodylotion bin ich noch am überlegen, aber weil ich so viel Bodylotion habe, kaufe ich mir das erstmal nicht. Aber das Peeling war auch reduziert und deswegen habe ich mir das auch gekauft. Das ist ja angeblich eine Sorte, die nicht fix im Programm bleibt, deswegen geht sie irgendwann einmal raus. Leider, was ich nicht verstehen kann. Aber muss man nicht verstehen. Wir haben ja einen riesen Sale jetzt bei Müller und das nutze ich auch teilweise groß aus. Teilweise. Und ich habe mir von dem Gin Sander Poudre das Duschgel und die Bodylotion gekauft. Ich bin so ein Junkie, was parfümierte Bodylotion und Duschgel betrifft. Letzter, wenn ich den Duft dazu habe, also wenn ich den Duft habe, will ich die Körperpflege auch dazu haben. Damit ich es in Kombination verwenden kann. Schön langsam reden. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin gestört in letzter Zeit. Dann habe ich noch mir die Meridol im Doppelpack gekauft. Ja, eine verwende ich auch jetzt gerade aktuell. Die andere ist da noch drinnen. Die werde ich dann die Verpackung wegschmeißen und die in den Kasten reinräumen. Was euch ja eigentlich nicht interessiert, aber okay. Dann, ihr wisst ja, ich schmink eigentlich solche starken Lippenstifte mit meinem Biore Aktivkohle Gesichtswasser ab. Also mit dem hier. Das geht aber aus dem Sortiment. Wie ich gesehen habe, dass es rausgeht, habe ich mir gedacht, okay, nein, das kostet so viel, warte noch und kauf sie noch nicht. Und ich bin froh gewesen, dass ich gewartet habe, es hat nur noch 1 Euro gekostet. Was soll man dazu sagen? Ich habe eh keinen Platz mehr in meinem Backup-Schrank und kaufe trotzdem lauter Scheiß. Also, aber das ist das Einzige, womit man Lippenstift entfernen kann, zumindest bei mir, was nicht so teuer war. Weil ich hatte ja eine Zeit lang den von MAC und den fand ich auch gut, aber der war mir auf Dauer zu teuer, weil er sehr schnell leer gegangen ist. Ich meine, okay, jetzt benutzt man nicht mehr so viel Lippenstift, also fangen wir gar nicht von dem Thema an. Ich fange schon wieder davon an, ohne dass ich es will. Aber egal, ich habe mir das jetzt noch 3-mal als Backup gekauft und dann, ja, mal schauen. Weil ich hin und wieder bei meinem Freund übernachte, habe ich mir so kleine Reinigungstücher gekauft, falls ich mal geschminkt hinfahren sollte, was eh nicht mehr so oft der Fall ist, ja, weil ich mich nicht mehr so oft schminke, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Sag's euch, wie es ist. Ich habe einfach keine Lust drauf. Ja, deswegen habe ich mir die gekauft, ich habe die roten auch, die roten habe ich noch aktuell in dieser Schminktasche drinnen, die ich letztens mit hatte bei ihm und die habe ich mir noch als Backup mitgenommen, weil da ja nicht so viele Stück drinnen sind. Dann habe ich mir Ampullen gekauft, irgendwo müsste noch eine sein, oder? Oder habe ich nur 3? Jetzt gibt es ja neu diese Ingwer-Shot-Ampulle und die ist so geil, die ist so geil, ich muss die unbedingt aufbestellen, so schaut die aus. Ich liebe die. Ich habe eine schon aufgebraucht und die ist so, so gut. Ich bin verliebt in die Ampulle. Ihr wisst ja, ich stehe auf diese Cadea Vera Ampullen. Die zieht auch besser ein, finde ich. Es gibt nämlich ein paar, die nicht so gut einziehen. Nur das Problem ist, ich finde die nicht mehr. Ich habe mir nämlich urviele gekauft und ich weiß nicht, wo ich die hintern habe. Ich habe echt Alzheimer. Ich kaufe mir so viel und dann gebe ich sie in einen Karton oder sonst was und finde sie nicht mehr. Das muss man mal zusammenbringen. Es gibt auch wieder eine neue Maske von Cadea Vera und ich finde die Verpackung schon wieder so süß. Eine Avocado-Maske. Und die Verpackung ist so, ich meine, wenn ich das sehe, dass ich mir die kaufe, könnte ich mir eh in den Arsch treten. Ich meine, Crememasken habe ich jetzt nicht so viele wie Tuchmasken, aber es war echt nicht notwendig, dass ich mir die auch noch kaufe. Aber ich fand die so süß von der Verpackung. Und ich warte dann sowieso, bis die wieder reduziert sind und werde mir die dann erst wieder kaufen, wenn sie reduziert sind. Ich bin gespannt, nach was die riecht. Ich finde aber die Verpackung. Ich meine, das mit den Bananen ist ja schon süß, aber das toppt, glaube ich, auch alles, oder? Also die Verpackungen sind immer so herzlich. Ja, dann habe ich noch eine Mundspülung mir gekauft. Die mag ich viel, viel lieber als die von Terra Natura, die ich habe aktuell. Jetzt benutze ich wieder die von Terra Natura, weil die habe ich jetzt schon leer gemacht. Ich versuche die abwechselnd zu verwenden, damit ich die von Terra Natura auch leer bekomme. Obwohl ich die nicht mag. Überhaupt nicht. Ich bin so genervt von meinen Haaren heute. Ich habe bei dem Riesen-Sale, habe ich mir die 2 gekauft noch. Ich verstecke mich eh schon. Die waren ganz stark reduziert. Die hätten eigentlich 31,95 oder so gekostet und haben dann nur noch 15 Euro gekostet. Da denke ich nicht lange drüber nach. Ich habe auch den Tester bekommen.
Ich wollte den nämlich unbedingt haben. Ja. Das ist ja dieses Abschminkbalsam von Biotherm. Ich habe das von Clinique jetzt auch in klein und ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde aber blöd, dass sie das aus dem Sortiment genommen haben. Das gibt es dann nicht mehr. Also ich habe mir jetzt die letzten zwei genommen, aber das gibt es dann leider nicht mehr. Jo, drei Sachen habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Weil ich ein Kerzenjunkie bin und nicht alleine damit bin, habe ich mir zweimal die von Terra Naturi gekauft. Und habe es auch einmal meinen Freund mitgebracht. Ja, die ist limitiert gewesen. Die war auch um 3 Euro oder so reduziert. Und ich habe halt mir gedacht, okay, dann nehme ich alle drei, dann kriegt meine auch eine. Und ich habe die zwei anderen behalten. Vielleicht kriegt der ja dann noch eine. Ich kann die eh niemals aufbrauchen. Okay, er braucht sie eigentlich eh auch nicht auf. Also, er ist auch sehr sparsam mit seinen Kerzen. Und als letztes habe ich noch die Bodylotion mir gekauft von dem Lancôme-Duft La Nuit Tresor. Ja, weil ich mag den Duft ja auch gerne. Ich weiß gar nicht, wann ich die ganze Sache überhaupt verwenden soll, aber so sieht die Bodylotion aus. Ich wollte die unbedingt haben. Ich habe ja schon länger nachgedacht, aber die hat vorher noch 42,95 gekostet und das zahle ich auf jeden Fall fix nicht für eine Bodylotion. Und dann war sie um 14,95, glaube ich, reduziert. Müssen wir mal kurz gucken. Ja. Na, warte. Na, sie hat 19,95 gekostet. Okay, das geht aber auch. Die haben extrem viele Sachen so stark reduziert. Ich glaube, dass ich mir sehr viel gekauft habe, wie gesehen, ob es die Shiseido Body Lotion Duschgel, die Kerzen, dieses Biotherm Abschminkzeug, die Biotherm Körperpflege, alles was nicht hätte sein müssen, aber die wollte ich ja schon länger haben. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir eine zweite besorge, aber ich weiß nicht. Brauchen durch sie ja eigentlich nicht, das ist ja einfach nur Kaufrausch wieder mal. Räumen wir schnell weg. Ja, also die Sachen wollte ich euch noch unbedingt dranhängen an das andere Video, weil ich wollte nicht nochmal ein Video drehen mit Haul-Video, weil sonst drehe ich noch durch. Ich drehe immer nur dieselben Videos, mich nervt es ja selber schon. Also ja, deswegen hoffe ich, euch hat das Stückchen da auch noch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!